Leute, willkommen zu diesem neuen Vlog, zu einem neuen Wochenvlog. Gab es jetzt schon lange nicht mehr und irgendwie habe ich Lust, wieder mal einen Wochenvlog zu drehen. Also wir haben gerade Sonntag und ich bin jetzt auf dem Weg zum Restaurant, weil ich muss wohl noch irgendwas unterschreiben. Und ja, das muss auf jeden Fall noch erledigt werden. Und danach, Leute, habe ich richtig Bock auf so ein geiles Eis. Und da fällt mir als erstes ein McFlurry von Mc's ein. Und ja, den holen wir uns dann, denke ich, auf den Rückweg. Aber wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg zur Factory. Und Leute, heute ist natürlich wieder unnormal heiß. Einfach 30 Grad oder ich glaube über 30 Grad sogar. Es sieht sogar draußen auch danach aus, dass es gleich regnen wird. Ich hoffe es. We will see. Habe ich nicht gerade was von Regen gesagt? Ich glaube, es fängt an zu fieseln. Jetzt ist mir einfach mein Schlüssel in die Ritze gefallen. Hey! War im Urlaub. Wo warst du im Urlaub? Ja, in Bayern. War meine Family. Ich muss noch eine Unterschrift leisten, damit ich Kündigung. Wo warst du das Wochenende? In Bayern. Ja, niemals braun geworden. Augsburg. Nee, leider nicht. Boah, ist das hier oben warm. So Leute, Unterschrift ist geleistet. Jetzt geht's erstmal ein Eis holen. Leute, ich stehe jetzt hier vor Mc's und ich hoffe, dass die Eismaschine funktioniert. Ich nehme einmal ein McFlurry Oreo. Eis leider jetzt nicht mehr. Oh nein! Gar kein Eis? Gar kein Eis, ja. Kein Eis, kein Schild, gar nichts. Okay, dann nichts. Danke. Okay, ciao. Das ist mir noch nie passiert. Nein, aber ich glaube, das ist mir insgesamt in meinem ganzen Leben nur einmal passiert. Schade. Keine Ahnung, ob ich jetzt nach Burger King fahren soll. Ich bin frustriert. Okay, Leute, ich stehe jetzt hier bei Burger King. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, einmal ein Oreo-Shake zu holen und was ich jetzt auch endlich mal ausprobieren wollte, diesen Plant-Based Long Chicken. Und ich hole mir den jetzt einfach im Menü, weil ich auch Bock habe auf Pommes. Aber ab morgen wird wieder richtig durchgezogen, würde ich sagen, ne? Ich hoffe, die Eismaschine funktioniert hier. Willkommen bei Burger King, Ihre Bestellung bitte. Hallo, ich nehme einmal den Plant-Based Long Chicken im Menü. Getränk Cola. Bitte? Das Getränk Cola. Cola Light und Mayo. Kommt da was dazu? Ja, noch ein Oreo-Shake. Milchshake. Ja, kein Eis und kein Shake. Oh nein! Ja. Okay, dann nur das Menü. Das macht den 99 Vorfahren, bitte. Ja, danke. Wieso habe ich heute so ein Pech? Hallo? So lange habe ich irgendwie noch nie gewartet. Hallo. Hallo. 7,99. Mhm. Einmal die Karte. Mhm. Und ich brauche leider ein Geheimtuch. Ja. So, bitte. Danke. Das Getränk. Dankeschön. Auch gut. So, ich würde sagen, wir testen da die auch direkt auf dem Parkplatz, bevor es kalt wird. Ich habe mich jetzt hier auch schön in front of the people gesetzt. Egal. Aber ich brauche ein bisschen Beleuchtung, weil es hier schon fast dunkel ist. Boah, da ist ja mal gar keine Kohlensäure drin. Boah, ich habe nie so eine schlechte Cola Light getrunken. Schade. So Leute, ich bin gespannt.
der Plant-Based Long Chicken. Oh, das ist ja noch heiß. Sehr gute Konsistenz und ich muss sagen, der schmeckt echt gut. Also ich habe seit Ewigkeiten keinen Long Chicken mehr gegessen, aber der schmeckt echt gut. Also gar keinen komischen Nachgeschmack irgendwie. Also den würde ich mir auch nochmal bestellen. Ich habe nichts auszusetzen. So Leute, ich habe geduscht und es ist jetzt glaube ich auch schon fast 11 Uhr abends. Ich werde mir jetzt noch schnell mein Frühstück für morgen früh vorbereiten. Ich muss ja morgen wieder arbeiten. Und ja, zum Frühstück mache ich mir einmal Magerquark, den nehme ich ungefähr die Hälfte. Bisschen Wasser, Süßstoff. Heute packe ich auch mal das Whey von Shape Babe rein in der Vanille-Variation. Weil ab nächste Woche heißt das wieder Sport, Leute. Ich hatte jetzt 3 Wochen eine Pause, weil ich einmal krank war und mir zwischendurch Botox unterspritzen lassen habe. So sieht das Ganze jetzt aus. Da ist jetzt einmal Quark drin, dann einmal das Whey, flüssiger Süßstoff. Da müsst ihr aufpassen, also sehr wenig nehmen, weil es sehr süß ist. Und dann kommt da morgen noch eine Banane drauf. Dann werde ich morgen früh auf jeden Fall noch so einen Dattelriegel mitnehmen. Ich habe schon einen davon gegessen, es schmeckt echt lecker. Das ist jetzt Haselnuss-Kakao. Davor hatte ich eine Sorte mit Erdnuss, die war auch richtig lecker. Die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die habe ich jetzt vom Penny. Und fürs Mittagessen habe ich hier so einen Linsenbulgursalat. Ich mag Curry eigentlich ganz gerne. Deswegen, das esse ich dann morgen zum Mittag. Genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Ich muss jetzt langsam schlafen. All of those years that passed us by, all of those tears. Hello, it's the next day. Ich habe den ganzen Tag irgendwie schon so Bauchschmerzen, Krämpfe, keine Ahnung, was das ist. Ich habe auch nicht viel gegessen, also es kann auch sein, dass ich Hunger habe, aber irgendwie habe ich auch auf nichts Hunger. Ist einfach nur schlecht. Mir fällt aber auch gerade ein, ich habe noch ein paar Salzstangen. Vielleicht esse ich die einfach. Voll viele essen ja, glaube ich, auch Salzstangen, wenn die krank sind, ne? Oder Zwieback oder so. Ich habe jetzt auf jeden Fall Feierabend. Wir haben, ich glaube, jetzt mittlerweile 5 Uhr. Ich habe mir vorgenommen, heute Abend auf jeden Fall zum Sport zu gehen. Obwohl ich mir nicht mal sicher bin, ob ich das heute Abend schaffe. Aber wenigstens irgendwie so ein bisschen auf dem Laufband oder so. Nach einem Monat Pause kann ich sowieso nicht so krass Gas geben, glaube ich. Ich wollte eigentlich noch Haarfarbe kaufen. Sorry, falls meine Haare ein bisschen fettig aussehen. Das sind sie auch. Ich kann meine Haare abends waschen und morgens oder beziehungsweise am nächsten Tag mit denen direkt schon wieder klätschig. Ich glaube, dagegen hilft auch einfach nichts. Das sind einfach nur Hygiene. Selbst wenn man die wochenlang irgendwie eine Woche ausfetten lässt, trotzdem kein Unterschied. Also, falls ihr einen Tipp für mich habt, lasst es mich wissen. Ab und zu, wenn ich dran denke, mache ich abends auch schon Trockenshampoo rein, damit die dann am nächsten Tag ein bisschen länger halten. Aber mir geht das Gesprühe auf und sage, ich kann das Ganze nicht mehr einatmen. Deswegen benutze ich deswegen auch schon Babypuder. Aber bei Babypuder habe ich auch keinen Bock, dass die Hälfte immer auf dem Boden landet. Ich habe nämlich gestern auch frisch gewischt. Und dann habe ich mir gesagt, nö, dann habe ich lieber morgen fettige Haare. Ist mir auch egal. Wir machen uns gleich auf jeden Fall noch eine andere Frisur. Also falls ich heute nochmal rausgehen sollte, falls es mir besser geht. Ich chill erstmal kurz eine Runde, Leute. Das war übrigens mein Outfit für die Arbeit. Das Outfit müsstet ihr eigentlich schon kennen. Das habe ich im letzten Ski-In-Haul auch mit vorgestellt. Genau, das ist der Stoff von Nah. Stretchy. Nicht zu kurz, nicht zu lang. Passt. Das Einzige, was nicht passt, sind meine Haare. Aber das ändern wir gleich nochmal. Okay, Leute, es ist eine Stunde später. Ich habe immer noch übelst Bauchschmerzen, deswegen ziehe ich mir jetzt eine Ibuprofen rein und hoffe, dass es dann besser wird. Ich bin eigentlich gar kein Fan davon, Tabletten zu fretten. Aber ich weiß auch nicht, ich habe gestern Kopfschmerzen gehabt, eine Tablette genommen. Heute habe ich Bauchschmerzen, muss eine Tablette nehmen. Ich hoffe, das war's dann auch und es geht wieder bergauf. Ja. Ich möchte nämlich heute schon ein bisschen aktiv sein. Also ein paar TikTok-Videos drehen, abends halt noch zum Sport gehen. Schauen wir mal, was der Abend bringt. Ich warte jetzt noch eine halbe Stunde, weil die Tablette muss ja erstmal anfangen zu wirken. Bis später. Leute, ich glaube es kaum. Es geht mir wieder besser. Ich habe keine Schmerzen mehr. Ich habe die Hoffnung schon fast aufgegeben. Aber so um 19 Uhr wurde es ungefähr besser. Ich habe mich jetzt ein bisschen ready gemacht, weil ich ja noch TikTok-Videos drehen wollte. Ich liebe es zurzeit auch einfach nur die hinteren Wimpern zu tuschen.
Leute, habe ich jetzt nicht aufgenommen, die ganze Zeit. Leute, weil der Himmel so grau ist, sehe ich einfach komplett weiß aus. Das ist das Make-up für heute. Ich hätte den vielleicht ein bisschen zu weit nach oben geragt. This is the first dress. Ich mache das Ganze aber vor meinen neuen weißen Gardinen. So. Jetzt brauchen wir aber hier noch Licht. Schauen wir mal, ob das reicht. No, a little bit too wenig Licht. Aha, wir kommen der Sache schon näher. Ich muss jetzt aber kurz switchen, weil ich muss jetzt das Handy an diesem Stativ anbringen. Das TikTok-Video seht ihr dann auf TikTok. Könnt ihr dann auf TikTok schauen. Folgt mir auf TikTok, Snapchat. Nein, habe ich nicht. Folgt mir auf TikTok und YouTube. Ich mache jetzt hier erstmal über Licht aus. Und dann geht's in die Kiste. In die Haya Popaya Kiste. Wo ist mein Handy? Wir haben jetzt übrigens genau 10:30. Ich nehme jetzt mein Schlafspray und dann hoffe ich, dass ich innerhalb von einer halben Stunde, Stunde einschlafe. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob ihr genauso Schlafprobleme habt wie ich. Es gibt manchmal gute Tage und manchmal schlechte. Und gestern war ein schlechter. Also, ich versuche jetzt noch ein bisschen zu entspannen, mache mein YouTube-Video an und dann sehen wir uns morgen. Ich benutze übrigens das Melatonin-Schlafspray. Das gibt es bei DM. Das kostet, glaube ich, ungefähr 7 Euro oder so. So um den Dreh. Genau, ich finde das schon gut. Also man merkt, dass man müde wird. Aber wie gesagt, es liegt einfach an meinem Gehirn. Ich bin einfach zu schlau wahrscheinlich. Lol. Hello. Wir haben mittlerweile Mittwoch. Es ist heute nicht viel passiert, außer dass ich eine E-Mail von Shein bekommen habe. Und ich habe erst gedacht, das wäre fake. Aber so wie es aussieht, wohl doch nicht. Ich bin aber gespannt. Das war eine Kooperationsanfrage. Und also wenn es wirklich klappt, finde ich das krass und finde ich nice. Weil wie ihr wisst, ich liebe Kleider, ich liebe Fashion, ich liebe Mode. Ja, wenn das klappt, dann bekommt ihr jeden Monat eine Menge Outfits zu sehen. Und ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Es steht aber halt noch nichts fest. Genau. Müssen wir halt noch ein paar Tage abwarten. Ich werde jetzt entspannen. Leute, ich habe die letzten Tage einfach nur, ich glaube, insgesamt 4 oder 5 Stunden geschlafen. Ich check's aber auch einfach nicht. Ich schlafe überhaupt gar nicht. Also habe schon so wenig Schlaf. Aber am nächsten Tag darauf kann ich trotzdem nicht einschlafen. Also mein Körper ist zwar richtig K.O. Ich merke das auch. Also mein Körper ist schlapp. Ich habe dieses Gefühl, dass ich müde werde. Und dass, ja, ich eigentlich einschlafen könnte. Aber wenn ich mich dann hinlege und meine Augen zumache, ich schlafe nicht ein. Also mein Kopf möchte einfach nicht abschalten. Ich hoffe, dass ich heute mal früh einschlafe. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, um wie viel Uhr ihr immer einschläft und wie ihr es schafft. Ich habe diese Schlafprobleme eigentlich schon immer. Manchmal läuft es besser, manchmal schlechter. Ich weiß noch, eine Zeit lang hatte ich einen richtig guten Schlafrhythmus. Da bin ich weiß gar nicht, um wie viel Uhr ich eingeschlafen bin. Ich glaube so um 11 oder so. Und bin dann von alleine immer um 7:30 aufgewacht. Da hatte ich aber Urlaub, Leute. Das weiß ich noch. Das war schon nice. Dann hatte man den ganzen Tag. Weil generell habe ich nichts gegen frühes Aufstehen. Weil man hat dann halt einfach mehr vom Tag, ne? Gut, wenn man arbeiten muss, dann nicht so. Aber ich würde schon ganz gerne von alleine einfach früh einschlafen und früh aufstehen. Und Leute, ich muss mir kurz über die Reichweite von Instagram beschweren. Was soll das? Ich habe heute ein Bild gepostet, es wurde überhaupt gar nicht ausgestrahlt. Verstehe ich nicht. Das ist doch ein schönes Bild eigentlich. Also ich verstehe überhaupt nicht, warum das nicht ausgestrahlt wird. Ist auf jeden Fall mega ärgerlich, weil man macht sich die Mühe und möchte den Leuten schöne Kleider zeigen oder schöne Outfits zeigen. Keine Ahnung. Die Leute inspirieren und dann kriegen die diese Beiträge aber nicht. Und bei TikTok ist das auch manchmal komisch, da verstehe ich das auch nicht. Mal wird es ausgestrahlt und mal nicht. Leute, was geht? Wir haben heute Mittwoch, ich bin im Homeoffice. Ich mache jetzt Pause. Ich muss auch definitiv duschen, also ich muss mich beeilen. Die Zeit, also die halbe Stunde, die reicht gerade so, um duschen zu gehen. Und Leute, es regnet einfach draußen. Ich habe mich noch nie so über Regen gefreut und kühle Luft. Ich muss jetzt hier gleich erstmal die Fenster aufreißen, damit hier der dritte Stock erstmal durchgelüftet wird. Also das Fenster ist zwar schon auf Kippe, aber Kippe reicht nicht. Wir reißen das jetzt hier auf. Yes. So Leute, ich bin jetzt frisch geduscht, habe mir was Chilliges
angezogen. Wir haben jetzt 13.26 Uhr. Ich mache mich dann später mit euch zusammen fertig. Ich habe Feierabend. Das hier ist übrigens meine Work Area. Ich wollte mich jetzt ein bisschen ready machen und da habe ich mir gedacht, benutzen wir doch mal wieder diese Lockenwickler. Ich glaube, ich habe die insgesamt vielleicht 2-3 Mal nur benutzt. Deswegen gebe ich denen jetzt hier nochmal eine Chance. Und wir gucken mal, wie das Ganze gleich aussehen wird. Ich habe euch gestern einfach vergessen. Ich hatte doch diese Lockenwickler drin. Und ich habe bei Instagram gesagt, sollen wir die zusammen öffnen und so. Und dann hatte ich die spontane Idee, auf TikTok live zu gehen. Also live die Lockenwickler dann mit euch zu öffnen. Und das habe ich auch getan und habe euch aber vergessen. Ich habe euch gar nicht mitgenommen. Sorry. Also wir haben jetzt mittlerweile Donnerstag. Ja, ich habe Feierabend. Wir haben, glaube ich, 5:30 oder 6 ungefähr. Nee, so spät haben wir doch noch gar nicht. 4:45. Ich habe mir jetzt hier so einen kleinen Snack gemacht. Diese Toastbrötchen mit Frischkäse. Ich habe Ewigkeiten keinen Frischkäse mehr gegessen und ich hatte irgendwie Bock drauf beim letzten Einkauf. Deswegen habe ich mir das jetzt mitgenommen. Wir testen das jetzt noch schnell. Hab ganz vergessen, wie geil Frischkäse sein kann. Und ich habe mich extra schon in meine Sportklamotten geschmissen, damit ich heute zum Sport gehe. Ich lade kurz noch ein bisschen Akku auf und mache ein bisschen Haushalt. Wäsche zum Beispiel, ich habe die gerade schon sortiert. So sieht das Ganze dann immer bei mir aus. Und ich habe heute Morgen was richtig Geiles gegessen. Baked Oats, wenn ich das richtig ausspreche. War richtig geil. Ich habe das Rezept auf Instagram gepostet. Ich zeige euch nochmal kurz, wie es aussieht. Das sieht jetzt gerade vielleicht nicht mehr so appetitlich aus. Das war aber wirklich sehr lecker. Und ich habe auch vor, das einmal mit Pflaumen zu probieren, weil ich weiß nicht, ob ihr schon mal Pflaumenkuchen gegessen habt, aber ich liebe Pflaumenkuchen. Also das stelle ich mir halt auch noch richtig geil vor. Den Teig habe ich übrigens mit Milch gemacht, flüssigen Süßstoff, Haferflocken, eine halbe Banane, Vanille-Gym-Pulver. Achso, und noch ein bisschen Kokosmehl habe ich auch noch drin gemacht. War auf jeden Fall sehr delicious. Kann ich euch empfehlen. Ich stehe jetzt gerade auf dem Parkplatz vom Marktkauf. Ich wollte jetzt einkaufen gehen und danach trainieren. Und wir haben ja jetzt schon relativ spät, deswegen dachte ich mir so, okay, Marktkauf hat ja bis 22 Uhr auf, deswegen gehe ich heute mal dort einkaufen. Und ich habe auch Bock, mal wieder neue Sachen zu sehen. Vielleicht gibt es irgendwas Neues, was man so ausprobieren kann. Und Leute, ich brauche unbedingt neue Sportklamotten. Die Hose, die passt mir überhaupt gar nicht mehr. Die ist so locker. Ich zeige euch das gleich, wie das aussieht. Das sieht ein bisschen cringe aus, aber hinter mir ist einer die ganze Zeit, ne? Wo ist der hingefallen? Ey, Leute. Ich bin einfach durch Marktkauf geschlendert, ich hatte auf nichts Appetit. Weiß ich nicht. Irgendwie sind da nur so Snacks bei, ein Salat. Dann habe ich mir von Smacktastic da was geholt in der Sorte Erdnuss-Schoko. Das hat sich ganz interessant angehört. Ich liebe Erdnusseis und deswegen habe ich mir gedacht, das wird mir bestimmt gut schmecken. Und der Einkauf hat einfach 36 Euro gekostet und irgendwie ist da gefühlt nichts drin. Na, ich gehe jetzt kurz trainieren. Leute, es ist hier einfach unnormal voll. Wir haben 6:56. Parkplatz ist voll. Und man kann ja, wenn man vorbeifährt, reingucken. Und ich glaube, da war nicht mal ein Laufband frei. Verzeih halt. Wisst ihr nicht alle schlafen gehen? Boah, Leute, einfach richtige Hitze hier drinne. Okay, Leute, ich zeige euch jetzt nochmal kurz, was ich eingekauft habe. Einmal ein Caesar-Salat, den hole ich voll oft vom Marktkauf, auch wenn ich mal Pause habe. Also meine Arbeit ist ja da direkt. Ich finde ihn voll lecker. Dann, Leute, das Einzige, auf was ich Hunger hatte, als der Marktkauf drin war, auf diese Chips hier. Die sind von Natural, Meersalz und Pfeffer. Ich liebe die. Ich hatte auf nichts Hunger, aber auf die hier. Leute, ich habe euch doch heute Morgen diese Baked Oats gezeigt. Ich muss ja mal gucken, wie ich das ausspreche. Und ich habe doch gesagt, anstatt den gefrorenen Früchten würde ich lieber Pflaumen bzw. Zwetschgen, weil die schmecken nochmal geiler, glaube ich. Die schmecken noch ein bisschen säuerlicher. Also so sauer halt. Deswegen habe ich Zwetschgen noch mitgenommen. Richtig Bock drauf. Ich mache das dann, denke ich, Samstagmorgen. Dann habe ich einmal passierte Tomaten mitgenommen, weil, jetzt kommt die zweite Sache,
Ich hatte Bock auch auf eine gesunde Pizza. Ich wusste nicht, was ich holen soll. Ich hatte wirklich auf nichts Hunger. Und das war so das Einfachste. Ich habe das gesehen und dachte mir so, okay, Pizza habe ich auch schon lange nicht mehr gegessen. Und wenn das hier so eine einigermaßen gesunde ist, die hat sogar ein B, ja? Low Carb Pizza. Da sind so zwei Pizzen drin, also so zwei Stücke halt. Dünn und knusprig steht hier noch drauf. Ich habe mich nämlich für die Pizza auch entschieden, weil mir wieder der Simpli-Käse ins Auge gestochen ist. Und ich fand den richtig lecker, weil der so eine Würze hatte einfach. Dann habe ich einmal Tortellini mitgenommen. Habe ich auch schon ewig nicht mehr gegessen. Dann habe ich hier einmal Maracuja-Pfirsich-Joghurt. Protein steht da noch drauf, also Low Fat. Mhm. Zweimal Milch für meine Shakes. Und natürlich auch für das Baked Oats Rezept. Dann wollte ich die hier mal ausprobieren. Ich habe als Kind immer Beefy gegessen. Auch im Urlaub so. Hat mir meine Tante immer Beefy gegeben. Und jetzt habe ich die gesehen in der Veggie-Variante. Ich dachte, wir probieren die jetzt einfach. Ich bin so gespannt, wie die schmecken. Ich glaube, eigentlich sollte man das nicht um die Uhrzeit essen, aber ist mir jetzt gerade egal. So sieht das aus. Mmh. Irgendwas schmeckt süß. Also kann man machen. Ich weiß allerdings nicht, ob ich mir das nochmal kaufen würde. Weil irgendwie hat es so einen Nachgeschmack. Aber ist nicht schlecht. Dann haben wir hier noch einmal Reismuffeln mit Schoki. Nehme ich, glaube ich, auch mit in die Arbeit. Babybells. Ich habe voll viel mitgenommen, was ich früher immer gegessen habe. Ich habe jetzt hier diese Light-Variante. Eigentlich ist da gar nicht so viel Unterschied. Also ich habe da so kurz drauf geguckt, da sind dann vielleicht 2 Gramm Fett weniger oder so. Also kann man eigentlich auch die normal nehmen. Dann habe ich hier einmal noch 2 Proteinriegel. Der sieht voll schön aus. Und ich dachte mir so, der wird bestimmt teuer sein, aber dann steht da einfach nur so 1,39 oder 1,78, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Obwohl der aussieht wie so ein Riegel für 2,50 oder 3,50 oder so. Und nochmal so einen kleinen Cookie and Cream. Bin ich auch mal gespannt. Salatdressing. Ich habe mich hier für amerikanische Sorte entschieden. Also Cocktailsoße müsste das ja eigentlich sein, ne? Und das Beste kommt zum Schluss. Ich habe Whey-Protein noch mitgenommen. In dem Geschmack Chocolate Peanut Butter. Peanut steht hier einfach nur. Schokoladenerdnussgeschmack ist das. Von Rocca. Ich habe als erstes eigentlich nach Haselnuss gegriffen. Aber Haselnuss habe ich eigentlich schon fast zu Hause. Also ich habe Haselnusstropfen. Und die schmecken eigentlich schon ganz gut. Deswegen habe ich das wieder zurückgepackt und habe mir gedacht, nee. Ich liebe ja auch eigentlich Erdnusseis. Das von Lidl, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich habe es ja schon oft bei Instagram gezeigt. Mit diesen Schokodrops. Ach, das schmeckt so gut. Aber da ist halt Zucker drin, ne? Und da habe ich mir gedacht, dass ich den Geschmack Erdnuss einfach mal mitnehme. Weil ich ja das Eis so liebe. Und ich hoffe, dass es genauso gut schmecken wird, Leute. Mit Milch, Eiswürfel, wie so ein richtig geiler Shake. Ich schnupper mal dran, okay? Ich bin gespannt. Ja, das könnte gut sein. Ich habe Hoffnung. Eigentlich schon auch Bock, das jetzt zu probieren, aber machen wir jetzt nicht. Das halten wir uns für den nächsten Vlog auf. Das ist jetzt Deutsch. Okay, ich werde jetzt meine ganzen Sachen hier verräumen. Dann gehe ich duschen, schlafen und dann sehen wir uns morgen. Morgen ist Freitag. Normalerweise bin ich ja Freitagabend immer arbeiten. Noch im Restaurant, hinter der Theke. Aber ich habe getauscht mit jemandem, deswegen habe ich morgen Nachmittag Feierabend, also frei. Werde wahrscheinlich den Vlog schneiden, damit der Sonntag online kommt. Samstag bin ich dann arbeiten. Ich weiß gar nicht, ob ich den Samstag euch noch mitvloggen werde. Werden wir sehen. Ich sage erstmal bis morgen. So, wir haben tatsächlich einen Tag übersprungen. Wir haben jetzt mittlerweile schon Samstag. Ich war gestern den ganzen Tag arbeiten, also von morgens bis nachmittags im Büro und dann von nachmittags bis abends in der Factory, also hinter der Theke. Und ja, wir haben jetzt Samstagmorgen, nee, gar nicht, wir haben jetzt schon Samstagnachmittag, ne? Wie spät? 16 Uhr. 16 Uhr. Ich hatte ja gestern dieses Rezept gepostet bei Instagram, wo ich Baked Oats gemacht habe. Mit den Früchten oben drauf als Topping. Und heute, ich bin ja extra einkaufen gegangen, habe Zwetschgen geholt, weil ich das unbedingt mit Zwetschgen ausprobieren wollte. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das aussieht, weil wir werden das Ganze nämlich jetzt probieren. Ich hoffe, dass das genauso gut schmeckt wie letztes Mal. Ich hoffe, dass der Teig auch gleich schmeckt, weil als ich das diesmal gemacht habe, war der ein bisschen flüssig und dann habe ich halt immer ein bisschen nachgeschüttet. Also ein bisschen mehr Haferflocken wieder, ein bisschen mehr Kokosmehl und ja. Willst du als erstes probieren?
Ja. Ist noch ein bisschen warm. So sieht die Konsistenz aus. Mhm. Das ist ein ekliger Geschmack. Oh, ja, meine Mama ist krank. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es schmeckt oder nicht. Und die Pflaumen schmecken, glaube ich, gut. Zwetschgen. Und jetzt hätte rauslöffeln, oder was? Mhm. Doch. Schmeckt eigentlich genauso wie mein letzter Teig. Also Leute, falls ihr das Rezept mal ausprobieren wollt, ich habe das bei Instagram in meinen Highlights gespeichert. Da seht ihr das halt mit Früchten, aber ihr könnt dann halt diese Zwetschgen auch mal ausprobieren. Ich find's geil. Aber wisst ihr, was ich noch anders machen würde nächstes Mal? Weil meine Schale ist ungefähr so hoch, ne? Ich habe jetzt so viel Teig. Ich glaube, ich würde es nächstes Mal so machen, dass ich meine andere Schale benutze, wo dann vielleicht die Hälfte nur, wie nennt man das hier? Höhe? Weil ich habe noch so eine Schale, die tiefer ist. Weil das ist ja hoch. Mhm. Der Teig ist ja so viel. Also ich würde dann nächstes Mal die kleinere, tiefere Schale nehmen, damit ich nicht so viel Teig habe, aber dafür mehr Frucht. So. Also mehr Frucht einfach reinmachen können. Ja, das wäre dann aber nur oben. Ich will ja nicht so viel Teig dann haben. Ach so. Beim Pflaumenkuchen ist es ja auch so, dass du ja ein ganzes Blech machst und da ist der Teig ja auch nicht so dick, sondern auch eher flach. Mhm. Weil ich liebe Zwetschgen. Da hätte viel mehr Zwetschgen noch reingemusst. Ja. So Leute, ich habe mich jetzt ein bisschen ready gemacht. Muss mich jetzt ein bisschen beeilen, weil wir haben jetzt schon fast 5 Uhr. Und ich wollte noch ein paar Teile einkaufen. Ich muss noch ein paar Sachen besorgen. Einmal zur Apotheke, zum Friseurbedarfsladen, weil ich möchte mir da eine bestimmte Bürste holen und damit ein YouTube-Video drehen, also eine bestimmte Frisur machen. Eventuell könnt ihr auch schon erahnen, welche. Also falls ihr wisst, welche, dann könnt ihr es ja unten in die Kommentare schreiben. Ja, tanken eigentlich auch, aber ich glaube, tanken tue ich dann morgen. Dann wollte ich später noch meine Nägel fresh machen, Leute. Die zeige ich euch heute auch noch definitiv. Und ja, die auch von Shein. Ich hatte ja so mehrere, hatte ich, glaube ich, euch mal in so einem Haul gezeigt. Shein Haul. Und dann bin ich heute Abend eventuell noch verabredet. Boah, Leute, ich bin manchmal echt verpeilt, ne? Ich wollte ja zur Apotheke und zum Friseurbedarfsladen. Aber die hatten beide zu. Die haben einfach schon beide um 13, 14 Uhr geschlossen gehabt. Ich dachte einfach, dass sie bis 18 Uhr auf hatten. Haben die aber nicht. Jetzt musste ich mich entscheiden zwischen Essen, also Nürnberger Platz, und Oberhausen. Und ich habe mich jetzt für Oberhausen entschieden. Ich bin jetzt hier am Zentrum und gehe jetzt mal rein. Also die haben ja hier alles. Apotheke. Das Einzige, was wir hier nicht haben, ist, glaube ich, ein Supermarkt. Weil ich ja noch ein paar Teile auch einkaufen wollte. Aber egal. Wir besorgen jetzt erstmal die anderen Sachen, ja? Leute, wäre ich einfach direkt nach Essen gefahren, ne? Leute, irgendwie hatte ich das schon im Gefühl. Ja, wir haben jetzt aber gerade 18 Uhr. Die anderen Sachen, die habe ich eigentlich alle gekriegt. Also Apotheke und bei DM natürlich. Aber ich will halt unbedingt diese eine Bürste noch haben. Boah. Wenn ich jetzt schon einmal unterwegs bin, jetzt nach Hause fahren und das online zu bestellen, lohnt auch nicht, weil da muss ich auch Versandkosten zahlen. Ob ich dann jetzt Sprit bezahle oder die Versandkosten, das ist eigentlich eh schon. Ist jetzt auch scheißegal. Von hier nach Essen ist, glaube ich, auch nicht so weit. 20 Minuten oder so. Wieso funktioniert jetzt hier mein Handy nicht? Ach so, Leute, ich bin übrigens, also die Tiefgarage? Also dieses Parkhaus empfehle ich euch eigentlich, wenn ihr direkt in der, also an der Oase sein wollt, dann fahrt direkt das erste Parkhaus links rein. Da steht dann auch dran, also falls ihr es seht, ich weiß nicht, im ersten Moment sieht man das vielleicht nicht. Da steht nämlich dran Oase. Genau, das müsst ihr nehmen. Okay Leute, nächster Versuch. Ich bin jetzt hier im Parkhaus vom Limbecker Platz, direkt neben dem Cinemax. Ich habe extra jetzt dieses Parkhaus genommen, weil ich hier in Erinnerung habe, dass am Limbecker Platz, also unten, ein Friseurbedarfladen ist. Aber ich glaube, weil der halt nicht im Limbecker ist, dass der auch schon zu hat. Aber ich habe geguckt, draußen in der Stadt ist auch noch ein Friseurbedarfsladen und der hat bis 20 Uhr auf. Deswegen, wir checken erstmal den ersten ab am Berliner Platz. Und wenn der zu ist, dann kann ich einfach einmal durch die ganze Stadt laufen sozusagen. Egal, Hauptsache ich habe das gleich, weil ich hier haben will. Und Leute, wenn ich das heute nicht bekomme, was ich die ganze Zeit suche, dann fresse ich im Besen. Keine Ahnung, 3-4 Stunden dann einfach umsonst gewesen. Umsonst Sprit verfahren. Und apropos Sprit, die Frage mit dem Tanken hat sich dann heute wohl auch geklärt, ne? Dann gehe ich heute wohl noch tanken. Ich habe, glaube ich, nur noch 80 Kilometer.
bin wieder zurück. Ich bin nicht ganz zufrieden. Also, ich habe zwar was bekommen, aber nicht das Originale, was ich eigentlich haben wollte. Sagen wir mal, ich habe jetzt so einen Dupe gekauft. Der war natürlich auch günstiger. Ich erzähle euch das mal, wenn ich zu Hause bin. Und ich habe den ganzen Tag ja auch noch nichts gegessen. Ich habe mir jetzt noch hier so, ich weiß gar nicht, wie die heißen, so Kokoskrokant Leckereien mitgenommen. So sehen die aus. Ich esse jetzt einen davon. Oh, liebe Kokos. So sehen die aus. Die sehen ganz delicious aus. Oh, die sind gut. Die habe ich übrigens von TK Mix mitgenommen. Die sind echt geil. Also Leute, falls ihr die mal probieren wollt und Kokos mögt, die gibt es bei TK Maxx an der Kasse. Ich weiß nur nicht, wie lange. Sonntag. Ich habe gerade das Video zu Ende geschnitten. Ich habe gemerkt, ich habe euch gar nicht meine Nägel gezeigt. Also das sind die draufgeklebten Nägel. So sehen die aus. Die hatte ich ja von Shein. Die waren nicht teurer als 3 Euro, glaube ich. Genau. Ach so, Leute. Und ich wollte euch eigentlich noch was zeigen bzw. fragen. Weil meine Mama ist ja gerade hier, weil sie im Urlaub war und jetzt wieder angekommen ist. Bla bla. Und die hat mir was mitgebracht. Und sie war der festen Überzeugung, dass mir das so gut gefallen wird. Und das eine Teil, also es geht halt um ein Teil. Die beiden anderen Sachen, die zwei Oberteile, die sind ja okay, die sind ja schön, ne? Aber bei dem Rock, ich zeige euch den mal kurz. Und vom Muster auch. Hast du dir gedacht, das Muster gefällt mir? Mhm, ja. Gut, dann muss man jetzt noch ein bisschen bügeln, den Rock, ne? Weil wir das ja jetzt gewaschen haben, frisch. Das hat natürlich ein bisschen gebügelt werden. Okay, ich zeige euch das jetzt und ihr und schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr das schick findet, also dass euer Geschmack ist oder eher nicht so, ob ihr das anziehen würdet. Das Outfit. Das Outfit, ja. Und dann noch ein schwarzes Oberteil dazu. Ja, also das, gegen das Oberteil habe ich nichts, das ist auch in schwarz, ich finde das ganz okay, das kann man anziehen. Das finde ich schön. Es geht halt um den Rock. Ich zeige euch den jetzt mal. Also, das ist der Rock. Ich weiß halt nicht so ganz. Ja, der hat ja da drunter eine Hose noch, ne? Muss ja auch zeigen. Ja. So ein Hosenrock ist das da mit Hose drunter. Ja. Und das ist ja auch gut, das ist ja praktisch. Ein bisschen kurz ist der Rock sonst. Aber es geht ja um das Muster und die Farbe. Also ich mag ja eigentlich braun, rot. So die Farben an sich, die machen mir eigentlich nichts. Aber das Muster, das ist halt schon... Wenn das jetzt einfarbig in einem von den Farben wäre, dann... Ja, aber das ist doch gerade das Schöne mit dem Muster und dann unifarbene Oberteil dabei. Ich finde, das steht dir total gut. Ich wusste schon, dass dir das gut steht. Sieht nicht aus wie so eine... Nein, das ist total schick. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, wie ihr den Rock findet. Ansonsten würde ich sagen, was das jetzt mit dem Video? Reicht ja auch, ne? Ich glaube, 30 Minuten habe ich jetzt gerade. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, würde mich freuen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss. Und Instagram nicht vergessen. Und TikTok bin ich auch gerade aktiv.